Als Verantwortliche für die öffentliche Kanalisation inspizieren wir bei den Wasserbetrieben regelmäßig unsere Kanäle. In manchen Fällen ist die Inspektion mit der herkömmlichen Technik, dem ferngesteuerten Kamerafahrwagen, nur mit erheblichem Aufwand durchführbar. Für solche Fälle und wenn man sich mal schnell einen Eindruck vom Zustand verschaffen möchte, nutzt die Abteilung Abwasserentsorgung bereits Inspektionsdrohnen, die von unserem Partner Uni-Inspektor pilotiert werden. Die Drohne gibt die Möglichkeit für uns, Bauwerke, die wir sonst schwer oder gar nicht erreichen, eben zu untersuchen. Das ist jetzt im Moment gerade eine sehr gute Möglichkeit. Wir werden das so nutzen, dass wir das Bildmaterial nehmen und auch die Schadenserfassung durchführen können, das digital dokumentieren, sodass man auch dann genau auf die Position und Stationierung dann den Schaden abbilden kann und daraus auch später Baumaßnahmen genau planen kann. Wir haben die Chance, wenig Personal einzusetzen. Das ist einfach auch wichtig. Wenn wir Kanalbegehungen machen, sind wir sonst mit sehr viel Aufwand immer dabei. Hier können wir mit wenig Mannschaft und mit wenig Aufwand tolle Ergebnisse bringen und die Videoaufnahmen machen und dann natürlich überführen in unsere Datenbanken. Und können als Betreiber natürlich auch saubere Dokumentationen durchführen. Ich weiß, dass seit einigen Jahren in anderen Fachbereichen OE-übergreifend auch schon Anlagen beflogen worden sind. Diese Anlagen sind allerdings oberirdisch. Das heißt, diese Entwicklung, dass wir unterirdische Anlagen befliegen, geschlossene Anlagen befliegen, das ist neu. Wir planen, mit Drohnen in der Kanalisation zu fliegen und das Ganze nicht über einen externen Dienstleister machen zu lassen, sondern in Eigenleistung. Daher brauchen wir Drohnenpiloten, das heißt also Kollegen, die das dann von uns aus selbst machen können. Zur Ausbildung für den Drohnenpilot gehört auf jeden Fall erstmal theoretische Grundlagen. Geht auch darum, dass man weiß, in welchem rechtlichen Rahmen man fliegen darf und was man da für Voraussetzungen braucht. Und da muss man natürlich auch die Fähigkeit haben, so eine Inspektionsdrohne fliegen zu können. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ich finde es total spannend, diesen neuen Prozess im Unternehmen dabei mitzuwirken. Und finde es auch sehr gut, dass wir halt eine Grundlage zur Planung eben erhalten, indem wir eben Bauwerke inspizieren können mit dieser Technik. Die Ausbildung war sehr gut. Die Firma Uni-Inspektor hat das sehr gut gemacht. Das war ein 3-Tages-Kurs und es war von der Vorbereitung der Drohne zum Flug bis hin zur Nachbereitung alles dabei. Und? Traust du dich jetzt, mit der Drohne im Kanal zu fliegen? Ich denke, das kriegen wir hin. Das ist was ganz Besonderes. Wir sind, soweit ich informiert bin, der erste Betreiber in Deutschland, der diese Drohnenführerschein-Ausbildung anbietet. Wir haben uns da mit weiteren Betreibern kurzgeschlossen und in diesem Fall die Emscher Genossenschaft gewinnen können, die auch zwei Kollegen mit in diesen Drohnenführerscheinkurs entsendet haben. Perspektivisch gehen wir davon aus, dass wir immer mehr Drohneneinsätze im Kanal haben werden. Deswegen brauchen wir wahrscheinlich auch immer mehr Piloten und deswegen wird es dann wahrscheinlich auch noch weitere Drohnenführerscheinausbildungen bei uns geben. Ja, ohne jeden Zweifel hat die Drohneninspektion schon heute einen riesen Mehrwert für die BWB. Es ist allerdings auch so, dass es eine Reihe von Limitierungen gibt, die den wirklich breiten Einsatz der Drohnen nach wie vor nicht erlauben. Zum einen sind die Drohnen zu groß für viele unserer Kanäle. Sie brauchen spezialisierte Drohnenpiloten und aufgrund des Funkkontakts zur Fernbedienung ist der Aktionsradius ziemlich eingeschränkt. Wir haben deshalb bei den BWB gemeinsam mit Partnern der Uni Würzburg und den Firmen Unitechnics und Uni-Inspektor das Forschungsprojekt Diane auf den Weg gebracht, bei dem wirklich ein maßgeschneiderter Drohnenprototyp für die Kanalinspektion entwickelt werden soll. Am Lehrstuhl für Luft- und Raumfahrtinformatik der Universität Würzburg lautet unser Motto für die Entwicklung immer: für jede Mission die passende Drohne. Das bedeutet, dass bei uns sowohl Hardware als auch Software komplett selbst entwickelt wird. Deswegen sind die spannenden Anforderungen im Projekt Diane für uns besonders interessant. Die Entwicklung einer miniaturisierten Drohne, die vollständig autonom selbst durch die engsten Kanäle fliegt.
In der Simulation und auch in Laborversuchen haben wir bereits die ersten Ergebnisse gesammelt und auch die Entwicklung der maßgeschneiderten Hardware verläuft sehr vielversprechend. Deswegen können wir es kaum erwarten, die ersten Flüge der Diane-Drohne in den Kanälen zu erproben.